So, wir beginnen heute ein neues Buch, und zwar das Buch heißt Sefer HaKuzari, das Buch Kuzari. Eine kurze Einleitung: dieses Buch Kuzari hat geschrieben Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, das ist ein Dichter und ein sehr, sehr großer Rabbiner, der vor ca. 800 Jahren gelebt hat. Er hat das Buch geschrieben, weil sehr viele philosophische Fragen gekommen sind bezüglich des Judentums. Wieso ist das so? Wieso ist das anders? Wer sagt, dass ihr überhaupt das auserwählte Volk seid? Und was ist überhaupt das auserwählte Volk? Und viele solche Fragen, nicht nur von den Goim, von den Christen, Moslems, sondern auch von den, bei den Juden selbst. Gab es solche Sekten, zum Beispiel die Karaim und so. Und er hat gesagt, ich möchte jetzt einen Wegführer geben, um all diese Fragen zu beantworten. Dafür hat er genommen eine Geschichte, die damals war, 400 Jahre noch davor, das heißt vor 1200 Jahren, gab es einen König Kusar, König von Kusar. Kusar ist ein Platz, ein Reich, und dieser König, er hat Götzen gedient, er war kein Jude, er hat Götzen gedient, und es ist ihm, im Traum ist ihm ein Engel immer gekommen und hat ihm gesagt, deine Taten, deine Ansicht ist gut, aber deine Taten sind nicht gut. Das heißt, du hast gute Gedanken, du willst was Gutes tun, du hast einen guten Willen, aber deine Taten passen nicht dazu, das sind nicht die richtigen Taten. Geh und suche die Wahrheit. Dieser König geht und befragt am Anfang einen großen Philosophen, damit er ihm auf eine philosophische Art und Weise erklärt, was der richtige Weg ist. Dann lehnt er ihn ab, er geht zu dem Christen, zu einem der höchsten der Christen, fragt ihn über seinen Glauben, lehnt ihn ab. Nachher geht er zu einem Moslem, fragt ihn über seinen Glauben, lehnt ihn ab. Über den Juden wollte er gar nicht fragen, weil er sagt, die Juden, die sind sowieso, ich sehe, dass sie immer unterdrückt sind, die werden immer gehetzt, gehasst. Kann nicht sein, dass das die Wahrheit bei denen ist. Doch dann fragt er ihn und er bekommt vom Juden die Antworten, und das ganze Buch ist nachher so eine Diskussion zwischen diesem Rabbiner, der ihm all seine Fragen beantwortet, bis am Ende dieser König von Kusar zum Judentum übergetreten ist und auch die Mehrheit von seinem Volk übergetreten sind. Ich werde jetzt von diesem Buch werde ich auf Hebräisch lesen, so wie es steht, und dann auf Deutsch übersetzen. Und dann ein bisschen noch dazu erklären, Sachen, die dort sind. Mamar schon, am Anfang. Amar Yehuda ben Shaul Zal, Amar Mechaber. Und Yehuda, das ist Rabbi Yehuda Levi, hat gesagt. Shaul shalu oti al ma sheyesh iti min ha-ta'anot ve-teshuvot al ha-cholkim alenu. Min ha-pilosofin ve-anshei ha-torot. Chutz min ha-notzrim ve-al ha-minim ha-cholkim al ha-mon Israel. Man hat mich viele Fragen gefragt über diejenigen, die uns widersprechen, wie die Philosophen, wie die Christen, wie die Minim, das sind die Ungläubigen, die unserer Tora widersprechen. Vezacharti, mashe shemati kvar mitanot hechaver, asher haya etzel melech kuzar, hanichnas bedat ha-yehudim hayom ke-400 shana. Und ich habe mich erinnert an die Geschichte mit dem König Kusar und mit den Argumenten, die der Chaver, hier überall jetzt in diesem Buch, wo Chaver gesagt wird, mit Chaver meint man der Gelehrte, der Rabbiner, Chaver. Und die Argumente von diesem Chaver, die damals vor 400 Jahren waren, כאשר נזכר ונודע בספרי דברי הימים, so wie es schon bekannt ist, diese Diskussion in den Geschichtsbüchern. כי נשנה עליו חלום פעמים רבות, er hatte öfters denselben Traum gehabt. כאילו מלאך מדבר עמו ואומר לו, כוונתך רצויה אצל הבורא, אבל מעשיך אינם רצויים. Und dieser Engel hat ihm gesagt, dass dein Wille, dein Gedanken, deine Ansicht ist gut, aber deine Taten sind nicht recht vor dem Schöpfer. Wehu haya mishtadel meod betorat ha-kuzar,
עד שהיה משמש בעבודות ההיכל והקורבנות בעצמו בלב שלם. Er selbst, er war sehr, sehr gläubig in diesen Götzendienst, den er gedient hat. Er war ein sehr, sehr reiner Diener, er hat wirklich vom ganzen Herzen gedient diesen Götzen, bis er selbst schon sogar als König der Priester in diesen Götzentempel war. וכל אשר היה משתדל במעשים ההם, היה המלאך בא אליו בלילה. Und je mehr er, je besser er diesen Götzen gedient hat, desto mehr ist zu ihm dieser Engel im Traum gekommen und hat ihm gesagt, deine Gedanken sind gut, aber deine Taten sind schlecht. ואומר לו, כוונתך רצויה, ומעשיך אינם רצויים. Wie gesagt, deine Taten sind schlecht, deine Gedanken sind gut, aber deine Taten sind schlecht. וגרם לו זה לחקור על האמונות והדתות והתייעד בסוף und das hat ihm dazu gebracht die Religionen und die Glauben zu erforschen bis er zum Judentum konvertiert hat hu ועם רב מהכוזרים er und viele von dem Volk der כוזרים והיו מטענות החבר מה שנתיישבה נפשו עליהם והסכימו לדעתו Und die Argumente, die der Chaver, die der Rabbiner ihm gegeben hat, sie haben ihm gefallen, dem König von Khuzar, sie haben ihm gefallen, sie haben ihm wohlgetan, also hat darüber gut nachgedacht. וראיתי לכתוב הדברים ההם כאשר נפלו והמשכילים יבינו. Und ich habe es gesehen, richtig gesehen, das Ganze aufzuschreiben, so wie es damals war. Und die Weisen werden selber verstehen. Das heißt, das ist einmal jetzt die Einleitung von diesem Buch. Er schreibt jetzt nicht genau denselben Dialog zwischen den Rabbiner und dem König von Khuzar. Er sagt, ich mache jetzt ein Buch, dem ähnlich dem, was damals war. Ja, so wie es heute, es gibt Filme, steht nachher unten geschrieben, basiert auf einer echten Geschichte. Ja, genau dasselbe da. Sagt, dieses Buch ist basiert auf einer echten Geschichte, auf einem echten Dialog, der zwischen König Khuzar und dem den Chaver, den Gelehrten war. Dadurch, ich werde sowas jetzt aufschreiben, das was dort war, ungefähr, und dadurch muss nicht unbedingt sein, dass das genau die Wörter waren, aber durch dem kann man noch auch was lernen. Das heißt, er hat extra so ein Wegweiser, ein Buch geschrieben, aber basiert auf so einer Geschichte mit dem König von Khuzar, damit man dadurch es auch lernen kann. Jetzt, etwas, was wir zuerst einmal von dieser Einleitung überhaupt lernen können. Der Engel sagt zu ihm, deine Gedanken, dein Wille ist gut, aber deine Taten sind nicht gut. Das heißt, wir sehen gleich von Anfang an einen Widerspruch all denjenigen, die sagen, ich bin fromm im Herzen, Hauptsache ich habe ein reines Herz. Mein Herz soll rein sein. Aber hattest du Schabbat? No, noch nicht. Isst du Koscher? Nein, aber weißt du, ich habe so ein reines Herz und ich habe so gute Gedanken, so eine Kavana. Was bringt deine Kavana? Du siehst, auch da vom König Khuzar, er hatte sehr gute Gedanken gehabt, sehr gute Ansicht, aber das ist nicht alles. Außerdem brauchst du auch die richtigen Taten. Weiter dann, der Engel kommt schon zu ihm hin und sagt ihm, er gibt ihm eine Message. Er sagt ihm, deine Taten sind nicht gut. Okay, was sind denn die guten Taten? Wieso lässt er ihm nachher so einen langen Weg zu fragen, zuerst den Philosophen, nachher den Christen, den Moslem und dann den Juden. Wieso so einen langen Weg? Soll gleich, wenn der Engel schon zu ihm kommt und bei ihm sich offenbart, soll der Engel selbst schon ihm sagen, was der richtige Weg ist? Ja? Auch dadurch lernen wir noch etwas, und zwar, dass du musst auch von dir etwas tun. Es wird nicht so, dass alles schon fertig zu dir vorbereitet kommt und sagt dir, das ist der richtige Weg, geh diesen Weg. Du musst etwas tun, du musst streben, du musst arbeiten, um auf dein Niveau zu kommen. Deswegen viele fragen auch, wieso, wie ist es dazu gekommen, dass die Juden in der Wüste
den goldenen Kalb gemacht haben. Sie waren in so einem hohen Level. Sie haben gesehen, bei den die 10 Plagen, Berg Sinai, die 10 Gebote, Gott hat mit ihnen gesprochen. Gott hat sich offenbart den Menschen. Nicht eine Person. Wie könnten sie dann noch einen Götzen machen, den goldenen Kalb, und sagen, Ele Elohecha Israel, das ist dein Gott Israel, das dich aus Ägypten rausgeführt hat. Ihr habt ja gerade jetzt, vor kurzem habt ihr gehört, Gott mit euch sprechen. Wie ist es dazu gekommen? Sie waren in so einem hohen Level. Eine Sklavin hat auf dem Meer, bei der Meeresspaltung gesehen, Sachen, die sogar Jechezkel, der Prophet Jechezkel, nicht gesehen hat. Das heißt, sie waren in einem sehr hohen Level. Trotzdem sind sie gescheitert. Wieso? Weil sie haben diesen Leben nicht erarbeitet. Sie haben es geschenkt bekommen. Sie haben es so bekommen, ja, jetzt ist Zeit, ihr müsst aus Ägypten rauskommen, aber wer hat er, ja, ihr seid doch nicht reif genug. Trotzdem, Gott sagt, wisst ihr was, 2 Mitzvot, macht den Pessachopfer und schmierst das Blut auf die Türpfosten, macht die Brit Milah und mit diesen 2 Bluten werdet ihr befreit. Aber sie haben diesen hohen Level nicht selbst erreicht. Es wurde ihnen vom Himmel geschenkt, dieser hohe Level. Deswegen, wenn man etwas schnell bekommt, verliert man es auch schnell. Es gibt in Alachot Hagala, wenn man ein Geschirr koscher macht, gibt es einen Ausdruck, Kebol'o, Kachpolto. Ja, wie kann man für, zum Beispiel für Pesach, wie kann man Geschirr für Pesach machen? Wir müssen schauen, wie hat das Geschirr zu sich den Chametz eingenommen? Wenn es mit Feuer ist, dann mit Feuer kommt es auch raus. Wenn es mit Wasser, dann mit Wasser. Wenn es im zweiten, das zweite Geschirr ist, dann mit dem zweiten Geschirr kommt es raus. Kebol'o, Kachpolto. Wie es reinkommt, so kommt es raus. Auch da, deswegen, er muss, das ist auch ein Fundament im Judentum, du musst es erarbeiten, du musst streben, du musst etwas tun, um dein Level zu erreichen. Einfach so zu beten an Gott und sagen, ich werde schlafen gehen, mach mich morgen zum Genie, bringt dir nichts. Du musst arbeiten, tüchtig sein und nachher wirst du es auch schätzen und es wird auch für lange Zeit auch bei dir bleiben. So, wir machen weiter. Amru, כי כאשר ראה מלך כוזר בחלומו כי כוונתו רצויה אצל הבורא אבל מעשהו אינו נרצה וציווהו בחלום לבקש המעשה הנרצה אצל הבורא שאל פילוסוף אחד שהיה בדורו על אמונתו. Dann, nachdem er diese Message vom Engel bekommen hat, hat er einen Philosophen gefragt. Und jetzt, einen Philosoph, Philosoph Echad, da steht geschrieben im Midrash Rabbah, überall wo es steht Echad, ja, Echad, Philosoph Echad steht geschrieben, überall wo es steht geschrieben, einen, das ist derjenige, ja, der Besondere, wie zum Beispiel, Shneimar, Echad Gadolu Ke'Elkana, שנאמר בו, ויהי איש אחד מן הרמתיים, והיה גדול בדורו, איבא אל קנה שקשרים ונסווה, איש אחד, אין מנש, פון רמתיים, ונסווה אל קנה, נסע, אהבדה גרויסטה, אין זה אין הגנרציון. עודה, שקשרים, כבס אחד, איינן, לם, זול צוות אופנימן. Gemara in Megillah 28 fragt, wenn es steht geschrieben, Keves, Lamm, ich weiß, dass es eins ist. Wieso ein Lamm steht geschrieben? Dieses ein, wieso? Sondern Echad HaMiyuchad, der Besondere. Du musst bei der Opfergabe das beste Lamm aussuchen und dem bringen. Mai Echad Miyuchad Shebedro. Auch da steht geschrieben, Philosoph Echad, einen Philosophen, das heißt, den höchsten und den besten Philosophen zu seiner Generation, hat er gefragt. Jetzt, sich nicht erschrecken jetzt bei den Sachen, die der Philosoph jetzt sagt, sind ein bisschen komplizierte Sachen. Wir werden es versuchen zu lesen und es zu erklären. Amar la Philosoph,
אין אצל הבורא לא רצון ולא שנאה, כי הוא נעלה מכל החפצים ומכל הכוונות. כי הכוונה מורה על חסרון המכוון, וכי השלמת כוונתו שלמות לו, ובעוד שלא תשלם הוא חסר. וכן הוא נעלה אצל הפילוסופים מידת חלקי הדברים, מפני שהם משתנים, ואין בידיעת הבורא שינוי. עד אם החמדה נפאוזה. זקת עם זו. דשפה, אהד כאינן וילן, און כאינן הס. דן אייס איבה אלס. אייס אלמכתיק. Über alles. Er ist über alle Sachen und über alle Gedanken. Denn Kia Kavana, der Wille, zeigt auf dem, dass dir etwas fehlt. Ja? Wenn du etwas willst, heißt es, diese Sache fehlt dir. Dann bist du nicht vollständig. Wann wirst du vollständig? Wenn du diese fehlende Sache bekommst. Ja? Erst dann bist du vollständig. Das heißt, und wenn du einen Willen hast, heißt es, du bist nicht vollständig. Du bist nicht der Allmächtige. Das kann nicht sein. Weil es fehlt dir das, was du willst. Dann, bei ihm und all diese Sachen, wie zum Beispiel der Hass oder die anderen Sachen, oder unser Wissen, das, die Sachen, die wir wissen, das sind Sachen, die sich verändern. Ja? Ich habe vorher nicht gehasst, jetzt hasse ich. Ich wollte vorher nicht, jetzt will ich. Ich habe es vorher nicht gewusst, jetzt weiß ich es. Das heißt, Sachen, die sich verändern, kann man auch nicht dem Allmächtigen beschreiben. Es kann nicht sein, dass er Sachen will, dass Sachen bei ihm Sachen verändert werden, weil sonst, wenn sich bei ihm Sachen verändern, ist er nicht mehr allmächtig. Weiter. Vehu enenu yodea otcha kol sheken sheyeda kavanatcha umasecha. Er selbst, der Schöpfer, erkennt dich gar nicht. Und umso mehr, dass er nicht weiß deine Gedanken und deine Taten. Ja, das ist gegen dem, woran wir glauben, Philosoph. וכל שכן שישמע תפילתך ויראה תנועותיך. Umso mehr, dass er nicht deine Gebete hören wird und dass er nicht deine Bewegungen sehen wird. Dass er deine Bewegungen sieht. ואם יאמרו הפילוסופים שהוא ברכה, הם אומרים זה על דרך העברה, המשל, ja. Und wenn die Philosophen sagen, er, der Schöpfer, der Name selber sagt, der Schöpfer hat dich erschaffen, das sagen sie nur mit, als Beispiel. Aber nicht, dass sie daran glauben, die Philosophen. Mipne, warum sagt er das Ganze? Mipne shehu ilat ha'ilot bevriat kol nivra. Denn er ist über alle Sachen in der Schöpfung. Ja? Das heißt, er ist so groß, Gott, dass es kann nicht sein, dass er jetzt von dir etwas will. Dass er von dir irgendwelche Taten will. Dass er, wenn er das will, ist er nicht allmächtig. Weil er über alle Sachen ist in der Schöpfung. Lo mipneshu bechavana meito. Velo baran olam adam, ki olam kadmon. Das heißt, die Welt wurde erschaffen, nicht mit seiner Absicht. Wiederum, weil wenn es mit seiner Absicht erschaffen worden ist, wollte er, dass es so sein wird. Und wenn, bevor es so geworden ist, heißt es, war er nicht vollständig. Ja, das ist ein bisschen kompliziert, wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Kopf halten. Und er hat auch nie den Menschen erschaffen. Und nie die Welt erschaffen. Velo bara meolam adam ki olam kadmon. Die Welt existiert ewig. ולא שר האדם נולד מאדם שקדמו, מתרכובת בו צורות ומזגים ומידות מאביו ומאמו ושקרוביו, ואיכויות מן האווירים והארצות, והמזונות, והחמימות עם כוחות הגלגלים, והמזלות, והחיילים בערכים האהובים מהם, והכל שב אל הסיבה הראשונה. Das heißt, der Mensch wurde von seinem Vater, und Mutter ist rausgekommen, und die von ihren, und die von ihren, und die von ihren. Es gab keinen ersten Menschen. Das Ganze wurde ohne Absicht von
Gott wird ihn nennen von dem ersten Grund. Also es gab einen ersten Grund, das unabsichtlich etwas gemacht hat, ohne eine Absicht, weil, wie gesagt, Absicht zeigt, dass ihm etwas fehlt. Und dieser Grund, ja, den Gott nennt der Grund, dieser Grund, dass unabsichtlich etwas gemacht hat, hat einen zweiten Grund erweckt. Und dieser zweite Grund hat einen dritten Grund erweckt. Und so die Gründe haben mehrere Gründe erweckt, bis am Ende, mit allen Gründen zusammen, sind die Menschen so erschaffen worden, wie sie jetzt sind. Sowas wie Urknall und nachher kommt noch ein Mensch und noch ein Mensch und die Menschen kommen immer wieder von, die sind, die Unterschiede auch zwischen den Menschen wird jetzt gleich erzählen. והכל שב אל הסיבה הראשונה, לא בעבור כוונה ממנה. Alles kommt zurück zu diesem ersten Grund, nicht weil das der Wille vom ersten Grund war. אבל היא אצילות נאצלת. Ja, das ist das Höchste, was es gab. ממנה סיבה שנית, ואחר כך שלישית ורביעית, והידבקו הסיבות והמסובבות, והשתלשלו כאשר אתה רואה אותם. Und das Ganze ist nachher sogar ein Domino-Effekt, ja? Da, der erste Grund macht den zweiten Grund und der dritte, der vierte und nachher sind sie langsam, langsam. Die Evolution hat die ganze Welt so gemacht, so wie sie heute ausschaut. והדבקות קדמון כאשר הסיבה הראשונה קדמונית אין לה תכלית. Ja, und diese Ereignisse, die miteinander, eins nach dem anderen kommen, die von immer und ewig. Also da gibt es keinen Anfang, wann es begonnen hat. Das war von ewig und langsam, langsam kommt es dazu, wie es momentan ist. ולכל איש מאישי העולם סיבות שבהם ייגמר כפי הרכבות היחיות. ויש איש שנשלמו סיבותיו ובשלם. Jetzt, jeder Mensch wird seine Eigenschaften, wie er ist, die werden laut den Gründen, die miteinander zusammengekommen sind. Wenn alle Gründe vollständig zusammengekommen sind, wie ein Puzzle, so kommt der vollständige Mensch raus. Wenn aber nicht alle Puzzleteile zusammengekommen sind, kommt zwar ein Mensch raus, aber kein vollständiger Mensch. Und erklärt jetzt. Kakushi, asher lo uchan le yoter mi kibul zurat adam. So wie der Schwarze. Damals waren die Schwarze, das waren das unterdrückte Volk und das waren die Sklaven, das waren die Leute, wie sagt man das richtig? Unzivilisierte Menschen, die damals waren, also die sprechen das Minimalste, tun, also die haben nur die Form eines Menschen gehabt, aber nicht mehr. Das sagt jetzt der Philosoph auch. Ja, Kakushi, asher lo uchan leoter mikibul zurat adam, ve'adibur betachlit achisaron. Ja, so wie der Schwarze hat nur die Form eines Menschen und sein Reden ist das Minimalste, was es geben kann. Andererseits ist als Philosoph, wer Philosoph, asher lo nitkenu tchunot, yekabel beim amalot ha-midotiyot, ve'amadayot, ve'amasiyot. ולא חסר מאומה מן השלמות. Er wiederum, der Philosoph, wie du siehst, er bekommt, nachdem sein Puzzle vollständig zusammengekommen ist, er bekommt die besten Eigenschaften und das Beste und dann kommt ein Philosoph hinaus. Aber השלמות הזה בכוח צריך בהוצאתו לידי מעשה אל לימוד ומוסר עד שתראה התכונה לעניין אשר הוכנה לו מן השלמות והחיסרון. Aber das reicht nicht, dass er einen vollständigen Puzzle bekommen hat, dieser Philosoph. Sondern er bekommt nur durch die Eigenschaften, die er bekommt das Potenzial, vollständig zu sein. Aber er als Philosoph, der das Potenzial bekommen hat, vollständig zu sein, er muss trotzdem an sich arbeiten, um an die Vollständigkeit zu kommen. Wenn Zaim אין להם תכלית, והשלם ידבק בו מן המין אלוהי, אור שהוא נקרא שכל הפועל. Jetzt. Dieser Philosoph mit durch diesen Arbeiten, die er nachher arbeiten wird, um sich vollständig zu machen, er wird nachher bekommen eine Spiritualität, ein heiliges, göttliches Licht. Und diese Spiritualität heißt Sechel HaPoel,
Das heißt, der Gedanke, der dich zum Tun bringt. Und er erklärt. Yidbak bo sichlo anif'al debekut itachdut at sheyireh ha'ish ahu ve'asechel ha'poel en b'neim shinui ve'yashuvu kol kelav achadim רצונו לומר, איברי האיש ההוא. ולא ישתמשו כולם אלא במעשים היותר שלמים, ובעיתים היותר נכונים, ובטוב שבעניינים. וכאילו כל כליו הם כלים לשכל הפועל, לא לשכל האווילי הנפעל, שהיה בתחילה משתמש בהם, טרם מוצאתו לידי שלמות בכוח. והיה מטיב פעם וחוטא פעמיים, וזה מטיב תמיד. קוץ כזאת. אז זקתי, זו דס. Du musst, also dieser, der Philosoph, der vollständig sein will, er muss an sich so arbeiten, bis sein Wissen ihm dazu bringt, dass er nur mit spirituellen Sachen zu tun hat. Ja, dass nicht jetzt der Körper ihm sagt, was er zu denken hat. Er ist hungrig, das heißt, der Körper denkt jetzt, was muss ich tun, damit ich nicht mehr hungrig bin. Oder er ist müde, sein Gehirn sagt ihm, was muss ich jetzt tun, damit ich schlafen gehe. Das heißt, sein Wissen ist der Diener von seinem Körper. Ja? Sein Wissen ist der Diener von dem Körper. Aber er sagt, nein, aber du musst es anders machen, so, dass dein Körper der Diener von deinem Wissen ist. Das heißt, du musst deinen Wissen in so einem Niveau bringen, dass dein Wissen so rein wird, dass dein Wissen deinen Körper nachher, er wird so stark, dass dein Wissen deinen Körper, er wird ihm sagen, was zu tun und nicht umgekehrt. Nicht, dass der Körper dem Wissen sagt, was zu tun ist. Und so, am Anfang, wenn der Körper sagt dem Wissen, was zu tun ist, so kann es sein, dass er einmal was Gutes macht, zweimal was Schlechtes macht. Aber so, wenn dein Wissen deinem Körper sagt, was zu tun ist, das heißt, jede Sache wird von dir bedacht und jede Sache machst du mit dem Denken und dann wirst du nie zum Sünden kommen. Weiter. והמדרגה הזאת היא תכלית ההגעה המקובה לאדם השלם אחרי אשר תשוב נפשו מתוארה מן הספקות מבינה החוכמות על המיטתם, ותשוב כאילו הוא מלאך. Diese Stufe, dass du zu so einer Stufe kommst, dass deine Gedanken dir sagen, was zu tun ist, und nicht, dass dein Körper deinen Gedanken sagt, was zu denken, dann wirst du langsam zu so einem Niveau kommen, wie ein Engel, fast wie ein Engel, der auf dem Mond ist. Ja, fast wie die Engel im Himmel. ואם מדרגת השכל הפועל והוא מלאך מדרגתו למטה מן המלאך האמונה בגלי הריח והם שחלים מופשטים מחומר קדומים עם הסיבה הראשונה was sind eigentlich die Engel laut dem Philosoph er sagt das sind schalim mufshatim mechomer das heißt das sind Weisheiten also Weisheiten, die vom Materiellen entfernt sind. Nur Weisheiten ohne Materiell. Gdumim imasibarishona, und die sind nachher verbunden mit dem ersten Grund, das heißt mit dem Gott, dadurch, wenn sie jetzt nur wissentlich sind, ohne den Körper, dann sind sie nachher mit dem Gott wieder verbunden und wir haben keine Angst, dass sie verrotten oder aussterben, weil die sind immer verbunden mit dem Geistlichen und nicht mit den Materiellen. ותשוב נפש האדם השלם והשכל ההוא הפועל דבר אחד ולא יחוש לכיון גופו ורב מפני ששב הוא ואותו דבר אחד ונחה נפשו בחיים weil er wird nachher immer lebendig sein. Also diese Weisheiten, Spiritualität, das ist etwas, was nicht ausstirbt. Es bleibt immer lebendig. מפני ששב בקט הרמס וסקלביוס וסקרט ואפלטון ואריסטו, so wie diese Philosophen, griechische Philosophen, die er jetzt genannt hat,
כי הם, כי הוא והם, וכל מי שעלה אל מדרגתם, והשכל הפועל, דבר אחד עומד לעד. Ja, also ihre Weisheiten, die sind für immer da. Die sind nicht verschwunden. Die sind zwar, ihr Körper ist zwar verrottet, schon verstorben, aber ihre Weisheiten sind für immer da. Das heißt, sie sind verbunden mit der Ewigkeit. וזהו אשר יכונה ברצון אלוהים על דרך העברה או דרך הקירוב. Das ist das, was man meint manchmal mit Gottes Willen. Das ist nur uns zu erklären, Wille etwas mit dem Wissen, das für immer und ewig bleibt. Aber nicht, dass Gott etwas von uns will. Laut dem Philosoph nochmal. Nicht, dass wir jetzt denken, dass das wirklich die Wahrheit ist. רודפהו ובקש ידיעת אמיתת הדברים. עד שישוב שכלך פועל ולא נפעל. Suche immer diesen Weg, bis deine Weisheit dir zu sagen, deinem Körper zu sagen, was zu tun ist. וידבק, aber außerdem, וידבק בדרכי הצדיקים, במידות ובמעשים. Schau aber auch nicht nur mit der Weisheit, sondern schau auch die Zadikim, bei den gerechten Leuten, ihre guten Eigenschaften, und verbinde dich auch mit diesen guten Leuten zusammen. Weil das bringt dich auch nachher zu diesen guten Taten. Kihem ezer beziura emet udvekuta lemida. Sie werden dir helfen nachher, mit der Wahrheit und mit der Verknüpfung zusammen zu sein, mit dem Guten. Veidamut la sechel apoel. Und nachher, dass du zu diesen sechel apoel, zu diesen Weisheit, die Macht, bringt. ותכף לזה תעלה בידך מידת ההסתפקות והשפלות. Gleich sofort, nachdem du dich mit, du beschäftigst dich nur mit spirituellen Sachen, nur mit Weisheiten. Und du schaust zu den Leuten, die gute Eigenschaften haben und lernst von diesen Leuten, du bist mit diesen Leuten verbunden, danach wirst du selbst diese guten Eigenschaften auch zu dir nehmen. Du wirst nachher selbst barmherzig. Du wirst nachher selbst bescheidend. וכל מידה מעולה, und alle guten Eigenschaften, עם הגדלה שממורים לסיבה הראשונה. Aber das Ganze, dass du jetzt gut diese guten Eigenschaften hast, dass du spirituell bist, dass du keine schlechten Sachen machst, wegen was? לא כדי שיוכנך רצונו ולא להסיר מעליך קצפו. Nicht damit er von dir zufrieden ist. Also nicht damit Gott von dir zufrieden ist. Oder nicht damit Gott nicht böse auf dich ist. Weil was haben wir gesagt? Ihm ist egal, was du machst. Er braucht nicht deine Taten. Du musst nur Weisheit, du musst nur gescheit sein. Also nur, dass dein Gehirn dir sagt, was zu tun ist. Und das heißt, all diese guten Taten und diese guten Eigenschaften, nicht damit du ihm einen Gefallen tust. Weil er braucht das nicht, laut dem Philosophen. Aval ba'avur ha'idamut el sechel ha'poel. בבחינת האמת והסיפור, וכל דבר במה שהוא ראוי לו, ודעתו כאשר הוא, ואלה ממידות השכל. נו, דמידו נחה, קוץ כזאת, הם בסר המנשביוס. וכאשר תהיה על התכונה הזאת מן האמונה, אז רק תזו, האופצח הזו, די רליגיון, די דו אוסויפס, דס וסטו מחס, איזה גד וסטו מחס, ואל אברוך תסניך, all das, was du machst, ist eigentlich für dich geeignet. Ja, die ganzen Gebote, der ganze Gottesdienst, oder bei ihm war es noch ein Götzendienst. Das Ganze ist geeignet nur, damit du ein besserer Mensch wirst. Aber nicht, damit Gott von dir zufrieden ist. Schöne Sachen, sagt er da jetzt. Ja? Das heißt, Gott braucht dich nicht. Aber er will nur, dass du ein besserer Mensch wirst. Und nicht er will, noch einmal, das war ein Fehler. Das ist eigentlich, dass du Gott dienst, ist eigentlich nicht für Gott, sondern für dich geeignet, damit du ein besserer Mensch wirst. Alta chush aleza toratie, und eigentlich, ubeze dat, ubeze maase, ubeze dibur, ubeze lashonata. Es ist egal, welche Torah du lernst, welche Religion du ausübst, und welche Tat du tust, und in welcher Sprache und was du sprichst, alles ist egal. Sogar, עובדה לעצמך דת, לעניין הקנייה. מח יזל בין הרליגיון. בילדת יזל בין הרליגיון. דידיך צויין בסרן מנשמח. ולרומם ולשבח ולהנהגת מידותיך.
וביתך ואנשי מדינתך, דמידו, דיין מיטמנשן צו האוזה, דיין פולק, בסרי מנשן ואדם. אם הם סומכים עליך ושומעים אליך, ואין זה יהיה צוגן, ומח דס וסטוינן זקס, או כך לך לדעת הנימוסים השכליים אשר חברו פילוסופים, עוד אינים די אלץ רליגיון, אין די לוגישן זכן, die die Philosophen gemacht haben und mach sie die als Religion von den logischen animusima sichlim die logischen Eigenschaften die die Philosophen gebracht haben nimm von denen und bau dir selber eine Religion sogar vesime gamatcha vekavanatcha zoch nafshecha und dein ganzes Ziel sein soll nicht um Gott zu dienen sondern um dich zu vervollständigen um dich noch reiner und besser zu machen. Uklalo shel davar, kurz gefasst, nach dem ganzen jetzt, shel emele, was er uns jetzt gesagt hat, der Philosoph, Kurzfassung. Uklalo shel davar, bakesh zoch halev, באיזה אופן שיתכן לך, suche die Reinheit deines Herzens, egal auf welchem Weg, wie du es machst, wen du dienst, אחרי אשר תבין כללי החוכמות על המיטתם, נבדם דו, alle Regeln von allen Weisheiten durchgeforscht hast, such dir selbst den Weg, den besten Weg für dich aus, wo du ein besserer Mensch sein wirst. Ve'az tagia el bakashatcha, dann wirst du zu dem, was du gesucht hast, kommen. Ratzoni lomar, hidabek baruch ani ahu, ratzoni lomar ha'sechel ha'poel, du sollst dich verbinden mit diesen spirituellen Sachen. Ich meine damit, sagt er, mit diesem Sechel Apoel, mit dieser Weisheit. Und es kann sein, ve'efshar, wenn du dich wirklich mit dem verbindest, kann es sein, she'inabe otcha, ve'yodiacha atidot b'chalomot amitim, umarot ne'emanot. Es kann sein, dass du, wenn du dich wirklich verbindest mit dieser Weisheit, kann es sein, dass irgendwann einmal wirst du Prophezeiungen bekommen von diesem ersten Grund, den Gott, ja, den er nennt, den ersten Grund. Und er kann dir Zukunft vorhersagen in richtigen Träumen. Sei mit dieser Sache verbunden und dann wirst du auch diese Prophezeiungen bekommen. So, und jetzt der Kuzari, nachdem er jetzt die Wörter vom Philosoph gehört hat, philosophische Wörter gehört hat. Punkt 2. Amara Kuzari. Ro'ea ni devarecha nechochim umaspikim. Ich sehe, du hast wunderschöne Sachen gesagt. Ach, ename fikim le shelati, aber die beantwortet nicht meine Frage. Warum bin ich zu dir gekommen? Weil es ist zu mir ein Engel gekommen, der mir gesagt hat, dass meine Taten schlecht sind. Mipne she'ani yoda be'atzmi ki nafshi zaka u'ma'asa yesharim. Ich weiß, dass von meiner Seite meine Gedanken sind perfekt. Und ich habe ein reines Herz, also ich bin sehr, sehr rein. Liratzon abore. Ve'im kol ze, aita tshuvati ki amaseh ze eno nirza. Trotzdem, ich habe bekommen eine Message, dass meine Taten nicht in Ordnung sind. Afal pisha kavanare tsuya, obwohl die Gedanken gut waren. Ve'en safek, sheyesh maaseh shehu nirza be'atzmuto, lo kifi amachshavot. Also ich habe keinen Zweifel, dass es muss auch eine richtige Tat geben, eine Tat, es muss auch noch eine Tat geben, die richtig sein muss. Und nicht nur die Gedanken. Wie im Enenu ken, und wenn es nicht der Fall ist, male paras ule Ishmael shechalku yeshuv nilchamim ze baze, wieso die Perser und die Ishmaelim, sie streiten miteinander, die kämpfen miteinander, haben Kriege miteinander, וכל אחד מהם זיקה נפשו וכוונותו לאלוהים. Jeder von den beiden, auch die Perser und auch die Ishmaelim, sie machen es, jeder von denen, von ihren Weisen, er hat sich gereinigt, sie haben gute Gedanken und wollen wirklich gute Sachen machen. Und sie machen alles für Gott. Das heißt, die gehen Allahu Akbar und töten sich gegenseitig. ונבדל ונפרש וצם ומתפלל והולך וזין auch viele von denen die sind von den Genüssen von dieser Welt sie
nehmen Abstand, sie fasten, sie beten. Umegamatola roget chavero, und trotzdem will er seinen, den Nächsten will er töten. Umamin sharigatotz daka gdola, und er glaubt noch daran, dass dieses Töten, ja, zwischen Paras und Ishmael, dieses Töten zwischen den beiden, das ist eine große Mitzwa, eine große Tat für ihn. Und das bringt ihm auch nahe zu Gott. Jeder von denen, nachdem er den anderen getötet hat, denkt noch, dass er noch zum Gan Eden, zum Paradies kommen wird deswegen. Jetzt, der Paras, der Perser, tötet den Ishmael und er denkt, er kommt zum Gan Eden. Der Ishmael tötet den Paras und er denkt, er kommt zum Gan Eden. Beide gegeneinander und jeder hat den vollständigen Willen, den vollständigen Gedanken und er denkt, dass er seine Taten richtig macht. Allen beiden zu glauben, das ist etwas, was unrealistisch ist und was man nicht, das Gehirn es nicht fassen kann. Jetzt. Auch er hat recht, kann nicht sein. Punkt 3. Amara Philosoph, Antwort vom Philosoph. אין בדעת הפילוסופים הריגת אדם מפני שמגמתם השכל. Er sagt in einem Satz, bei den Philosophen, unser Ziel ist nicht, jemand anderen zu töten, weil wiederum, was ist unser Ziel? Unser Ziel ist nur Weisheit, nur Spiritualität und dieses Töten, das sind schon materielle Sachen, die nichts mit uns zu tun haben. Deswegen der Philosoph sagt, das ist nicht mit uns, aber trotzdem, Punkt 4. Amara Kuzari. ואיזה דבר שהוא נוטה מן האמת אצל הפילוסופים גדול מאמונתם שהעולם חדש ושהוא נברא בששת ימים ושהסיבה הראשונה מדברת עם אחד מבני האדם עם הרוממות שמרומים אותו הפילוסופים מידיעת החלקיות ויכנס תנזיין די פילוסופים זה בלויגנן das Fundament das Gott die Welt erschaffen hat in 6 Tagen. Und dass dieser Gott auch mit Leuten redet, das heißt Prophezeiungen gibt. Ve'im ze haya ra'ui kefi ma'aseh ha-filosofim ve'chochmatam ve'amitatam ve'ishtadlutam she'tihye ha-nevoah yedua ba'em ve'nimtzet b'neihem mipnei hidabkam baruchaniyut. Eigentlich, wenn ihr so spirituell seid, und wenn ihr... Wenn ihr so spirituell seid... Noch einmal, ich mache dann Cut von da. Sagt er ihm, eigentlich also, wenn ihr Philosophen so spirituell und so geistlich seid, eigentlich die Prophezeiung sollte bei euch am meisten sein. Ja? ושיסופר עליהם נפלאות ונוראות וכבוד וגדולה. Und ihr solltet eigentlich auch, über euch sollte man erzählen, dass es Wunder gab, dass es große Sachen gab. ואנחנו רואים, כי החלומות הנאמנים למי שלא יתעסק בחוכמה, ולא בזוך נפשו. Und wir sehen, ganz im Gegenteil, wir sehen die Prophezeiungen, die wahren Träume, die kommen auch zu Leuten, die nicht so besonders sich mit der Weisheit beschäftigt haben. Ja, alle waren, die Propheten waren Schafhirten, waren Leute, die nicht sich andauernd mit der Weisheit beschäftigt haben. Wir sehen genau das Gegenteil von jemandem, der sich damit beschäftigt hat, mit der Weisheit, sehen wir genau das Gegenteil, dass genau bei denen ist nicht die Prophezeiung. וזה מורה כי יש לדבר האלוהי סוד אחר זולת מה שזכרת אתה פילוסוף. Das heißt, es gibt noch ein anderes göttliches Geheimnis außer dem, was du mir jetzt erzählt hast, lieber Philosoph. Das heißt, in einem Wort sagt er ihm, ich habe bei euch Philosophen keine Prophezeiungen gesehen. Ein wichtiger Fundament ist auch die Prophezeiung. Das heißt, Gott allmächtig, ich weiß, alles ist, aber er muss, wenn er von uns was verlangt, muss er auch zu uns mit einer Prophezeiung kommen. Das heißt, es muss Menschen geben, die mit Gott gesprochen haben, die Gott mit ihnen geredet hat und ihnen gesagt hat, ich bin der Gott, ich bin der Ewige. Und deswegen,
der Kusari lehnt alle Argumente von diesem Philosoph ab. Und achar kach amar ha-Kusari belibo, hat nach im Herzen gesagt, Eshal la-Nutzrim ve-Ishmael, ki echad mishne ha-Ma'asim hu ha-Nirza me'en safek. Ich werde jetzt fragen, den Christen und den Moslem, sicher eins von den beiden hat sicher den richtigen Weg. Aber die Juden, daili b'meshehu nir'a mishiflutam umi'utam v'shakol mu'asim utam. Bei den Juden, es ist genug, dass ich sehe, wie erniedrigt sie sind, wie sehr man sie hetzt und wie sehr sie von allen gehasst werden. Deswegen bei denen gibt es keinen Sinn, sie zu fragen.